Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des 5-Minuten-Mittwoch. Heute mit Rise of the Tomb Raider. Und wer es nicht weiß, ich habe Rise of the Tomb Raider als Let's Play gemacht und das wird auch wahrscheinlich da oben irgendwo verlinkt sein. Ich werde es auf der Xbox spielen, so wie früher auch, und ich hoffe, das Geklicke vom Controller ist nicht allzu laut. Und zwar sind wir hier in einem Grab, und zwar Tomb Raider ist ja Englisch für Grabräuber im Prinzip. Und ja, was ist das? Das ist praktisch ja so eine Art Action-Adventure-Spiel und das ist ja der Bereich, aus dem ich ursprünglich komme. Dämonenbesessenheit, auf jeden Fall. Ja, worum geht es? Es geht um sogenannte Lara Croft und ja, die begleiten wir auf ihren Abenteuern und wer das nicht kennt, ich glaube 2012 kam das erste Spiel raus von Square Enix. Das ist ein japanischer Publisher und die haben das Ganze so ein bisschen gerevamped, ne? Also, was möchte ich damit sagen? Im Prinzip sind sie hergegangen, haben Lara Croft neu erfunden im Prinzip. Wer die alten Teile kennt, der weiß, das ist alles so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ja, Lara Croft ist menschlicher geworden, ne? Also sie ist nicht mehr der harte Badass von früher, beziehungsweise eigentlich ist sie schon. Und das ist eigentlich schon ziemlich cool. So, wunderbar. Und ihr seht schon hier, es geht hier nicht nur primär ums Kämpfen, sondern natürlich auch darum, Rätsel zu lesen. Unter anderem Sprungrätsel oder auch mal hier sowas, wo man erst zwei Hebel ziehen muss, die Sachen dann, die entflammbaren Gase anziehen muss, anzünden meine ich natürlich, und hier vorher irgendwas aus einer Verankerung lösen, damit man das Ding hier bewegen kann, und hast du nicht gesehen. Also es ist echt eine coole Serie und ich kann euch nur ans Herz legen, da mal auf jeden Fall reinzuschauen. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht damals, das zu spielen. Und ja, ich weiß nicht, also wie gesagt, man hat verschiedene Waffen, die man benutzen kann. Über ein Scharfschützengewehr bis über einen Bogen mit verschiedener Spezialmunition. Ne, ihr könnt das sehen, man kann das so durchschalten bis hin zur obligatorischen Pistole beziehungsweise den Double Pistols auch irgendwann mal. Die sind ja ganz klassisch für Tomb Raider. Ja, und zur Story kann ich eigentlich, ja, wobei doch ein bisschen was kann ich erzählen. Wie gesagt, wenn ihr das Let's Play gucken wollt, da ist auch ganz, ganz viel Story. Und ja, worum geht's eigentlich? Also Lara Croft hat ihren Vater verloren, ihr Vater hat Selbstmord begangen. Und zwar war er auf der Suche nach dem Grab des Propheten, der war nämlich auch Archäologe. Und ja, der war halt sehr, sehr mit, ich sag jetzt mal, Unsterblichkeitsmythen beschäftigt, der gute Mann. Und ja, bevor es halt, bevor er das Grab eigentlich finden konnte, und er war auch ziemlich nah dran, hat er sich dann halt den Rest gegeben. War natürlich sehr, sehr tragisch und ein schwerer Verlust für Lara an der Stelle. Und ja, jetzt erleben wir praktisch, wie Lara die verlorene Stadt Kitesh sucht und findet. Und mehr möchte ich auch nicht an der Stelle verraten. Das ist die Formel für griechisches Feuer. Oh mein Gott. Flammen von Feuerpfeilen und Molotow-Cocktails verursachen mehr Schaden und sind heiß genug, um sich durch die Rüstung des Feindes zu brennen. Das ist ja schon eine coole Sache. Ja, und wir haben das jetzt, das Zusatzgrab abgeschlossen. Also es gibt halt, wie gesagt, verschiedene ja, Gräber und Herausforderungen. Es gibt ein Crafting-System, womit man seine Waffen verbessern kann. Es gibt ein Skill-System, womit man, ja, ich sag jetzt mal, verschiedene Sachen ja, auch verbessern kann im Endeffekt. Wir brauchen einmal hier das griechische Feuer. So, hier sieht man nämlich, dass wir hier diese gelben Gase, die sind hochentzündlich zum Beispiel. Und ja, alles in allem ist es eine echt coole Story, echt auch düster teilweise aufgezogen. Und es macht wirklich, wirklich viel Spaß, sich hier durch die Welt zu erkunden. Also wie gesagt, wenn Action-Adventures was für euch sind, dann gönnt euch das einfach mal. Ich glaube, das Spiel hat nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie es eigentlich hätte sollen. Ich glaube, es wurde auch zu dem Zeitpunkt ein bisschen, also letztes Jahr ist es rausgekommen, wurde so ein bisschen von Fallout 4 überschattet. Und ja, wie gesagt, wenn ihr
Bock auf sowas habt, dann gönnt euch das auf jeden Fall. Und wir schaffen es tatsächlich heute einfach mal, die 5 Minuten vom 5 Minuten Mittwoch einzuhalten. So, ich lege den Controller weg, es wird nicht mehr gespielt. Ich bedanke mich natürlich an dieser Stelle nochmal ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall einen Kommentar da, was euch gefallen hat, was ihr als nächstes sehen wollt, vielleicht ja auch. Und wenn ihr up to date bleiben wollt, dann abonniert kostenlos den Kanal. Mir hilft das unglaublich weiter, weil ich dann, ich sag jetzt mal, mehr Möglichkeiten habe, auch für euch Kies zu besorgen. Außerdem, Kies, guter Punkt. Gewinnspiel läuft im Moment noch bis Freitag, also gönnt euch das auch. Das ist das letzte Video, wo ich über Dinge geredet habe. Entschuldigung nochmal wegen der Audioqualität. Ja, irgendwie habe ich das so ein bisschen unterschätzt mit dem Wind. Hoffe, es ist nicht allzu schlimm geworden, aber gegen Ende des Videos wird es ja nochmal besser. Also vielleicht da auch nochmal reinschauen. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann in einem der Streams oder im nächsten 5-Minuten-Mittwoch oder in der nächsten Laberfolge wieder. Macht's gut, bis dahin. Haut rein.